Herzlich willkommen bei einem weiteren Video von King Performance. Ja, wir haben heute da einen BMW 435i, F33, Cabrio. Und das Fahrzeug hat schon einige Upgrades, die nicht bei uns durchgeführt worden sind. Mhm. Also wir haben das Fahrzeug hier heute zum ersten Mal. Kunde kommt rein für eine Akrapovic Evolution 435i. Die Acra Evo ist passend für F32 Coupé, mhm, F33 Cabrio und auch F36 Grand Coupé. Anlage ist aus Edelstahl, Anlage ist mit ECE-Zulassung und eintragungsfrei zu fahren. Dieses Fahrzeug hat noch eine HJS Downpipe drin und genau, deswegen wird das... scheppern. Ja, genau. Ne? Sagen wir es mal so. Ja, genau, wird scheppern. Weil 435 hatten wir auch noch nicht so oft in dieser Kombination, ich glaube gar nicht. Also, doch. Ja, auf Video jetzt meine ich, ne? Ja. Also, ich hätte auch gedacht, wäre ein 440 hier, aber... Ja, gut. Ist einer der meistverkauftesten Anlagen damals gewesen. Jetzt natürlich ist das ein bisschen in die Jahre gekommen. Der 435er wird nicht mehr produziert. Ja. Fahrzeug hat kein OPF, das ist gut. Fahrzeug hat die komplette Anlage. Das heißt, nach Cut bis Ende durch ist dann Acra. Mhm. Aus Edelstahl. Hier die Serienanlage. Wir sehen auch H&R Tieferlegungsfeder, aber darum geht es heute nicht. HJS Downpipe, legal, ja, mit 300er Zellencut. Steht auch legal drauf, ne? Ja. Und hier fängt auch schon die Serienanlage an. Und die werden wir ja eh gleich im demontierten Zustand nochmal sehen. Ja. Des Weiteren M135, M235, 335, 435. Ich empfehle hier bei dem N55 Motor Stage 1, Stage 2. Das, mhm, Fahrzeug fährt dadurch viel besser. Ihr könnt viele Sachen einstellen, gerade auch mit der Problematik mit der Klappensteuerung. Gerade die Problematik. Dieser Kunde hat es richtig gemacht. Der hat einen Wagner Ladeluftkühler drin und der hat eine HJS Downpipe drin. Das, mhm, war die erste Modifikation, die er vorgenommen hat. Das ist ja beim 435 immer so ein Ding gewesen. Beim N55 Motor, genau, allgemein. Also meine ich ja. Genau, N55, genau. Ja. Na, und deswegen, und guck mal, das Topmodell beim N55 Motor ist der BMW M2 mit N55 Motor, ja, den auch der Burak fährt. Ne? Ja. Und bei diesem Topmodell hat Acra bei der Komplettanlage, die ebenfalls zugelassen ist, von Edelstahl auf Titan gewechselt. Natürlich steigt der Preis um das Doppelte. Aber die haben, weil sie auch dieses Problem erkannt haben mit der Klappensteuerung, legt Acra bei der Anlage, obwohl die Anlage ab Werk nur eine Klappensteuerung auf der linken Seite hat, oder auf der rechten, auf jeden Fall nur eine, mhm, legt Acra eine Original-BMW-Klappensteuerungsmodul dabei, sodass man dann zwei hat. Okay, na? Ist so nett. Das ist halt das Top-Modell. Mhm. Und das macht man halt. Ne? Und deswegen, wenn ihr zum Beispiel eine Software macht, wir bieten das an über Bootmode, kann man da noch ordentlich Leistung generieren und so ein paar Features einstellen, gerade hier beim Cooling, Maximum-Cooling-Modus für den N55-Motor, ja, ist absolut empfehlenswert. Mhm. Ne? Kann ich euch nur empfehlen. Heute geht es um die Abgasanlage, die haben wir hier. Und das Gerät hier? Ja, genauso ist es. Genauso, ja, ist es. Was kostet der Aal, kann man das sagen? Der Aal kostet offiziell 3,5 ungefähr. Mit Anbau? Ohne Montage. Okay. Heute, hier und jetzt bei uns 3.299 Euro. Mhm. Inklusive Montage in Düsseldorf. Das ist gut. Kann man nichts sagen. Auf jeden Fall. Komplette Anlage von Cut bis Ende, Carbonendrohre, Montage, ECE-Zulassung. Das ganze Gerät hier. Zwei Anlagen. Zwei Anlagen. Wir haben hier auf der linken Seite die Serienanlage. Hier links haben wir den Endschalldämpfer. Davor die Rohrführung. Anlage wurde schon getrennt. Normalerweise ist diese Anlage komplett durchgehend, ja, wurde getrennt. Das kann immer nur zwei Gründe haben. Entweder war hier schon mal vorher eine andere Abgasanlage drauf, sprich Tuning,
oder aber Fahrzeug hatte einen Heckschaden. Ich habe das jetzt gerade abgeklärt mit dem Kunden, der wusste das nicht. Habe ich gefragt, hatte der vielleicht mal einen Schaden oder so? Hat er gesagt, ja, da wurde hinten mal was gewechselt. Wir wollen damit sagen, BMW hat, wie wir schon oft angegeben haben, offizielle Trennstellen und die ersetzen, wenn es nicht sein muss, natürlich nicht immer die komplette Anlage, sondern nur einen Teil von der Anlage. Ja. Und ihr merkt das meistens wahrscheinlich gar nicht, weil einfach dadurch Kosten eingespart werden können. Ne? Warum sollte man eine ganze Abgasanlage erstellen, wenn es der Endschalldämpfer auch gibt? Ja. Ne? So, hier sieht man an der Serienanlage ein Flexrohr. Die AK ist so passgenau, ich sag jetzt mal, gebaut oder hergestellt, da gibt es sowas gar nicht. Okay. Und dann gibt es oder fängt direkt die optimierte Rohrführung an. Wir gehen hier direkt von einem dicken Flansch hier direkt doppelflutig. Mhm. Ja? Und der meiste Weg der Abgasanlage läuft doppelflutig, wie du hier sehen kannst. Ja? Das ist wirklich sehr gut aufgebaut, bis über die Hälfte. Wenn du jetzt mal guckst, hier ist es platt. Das war das, was ich eben am Anfang erwähnt hatte. Und jetzt guck dir das hier an. Es ist einfach durchdachter gebaut, ja? Mhm. Da, wie schon bereits erwähnt, alles mit Laser ausgemessen ist. Und man wirklich immer maximal das nimmt, was geht, was von der Zulassung her passt und von den Abmaßen her passt, so dass es keinen Kontakt zwischen den Bauteilen gibt. Und hier geht es dann weiter, auch wieder von der Rohrführung Maximum. Hier entfällt ein Schalldämpfer. Der Schalldämpfer hier dient zur Geräuschdämmung, ja? Da werden keine Abgase drin irgendwie gereinigt oder sowas. Und dann haben wir hier als letztes den Endschalldämpfer oder Endtopf. Und auch hier kann man sehen, allein schon hier, wie es reingeht, ist es immer noch dicker als wie auf der anderen Seite. Ja, von den Dimensionen des Endtopfs, da ist jetzt kein großer Unterschied. Ne? Ja. Da ist kein großer Unterschied. Die Carbonendrohre sind noch auf der Werkbank, die packen wir als letztes aus. Ja. Und das war's auch schon. Der Wagen ist noch warm. Also, Anlage ist montiert. Probefahrt haben wir gemacht und jetzt gibt es einen Soundcheck. Es ist ein Ticken lauter, als wenn ihr keine HJS Downpipe montiert habt. Ne? Und ja, ich würde sagen, jetzt geben wir euch einen Soundcheck. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Daumen hoch, Channel gerne gratis abonnieren und bis zum nächsten Mal.